geht es besser, Muktol? Ihr hübsches Geist dienen. Muktols Krieger ebenfalls dienen. Welch frohe Kunde. Brechen wir auf. So, ich habe hier jetzt eine komplette Ogre-Armee zu meiner Verfügung. Das gefällt mir. Und ich kann noch jederzeit weitere hier in diesem Söldnerlager anheuern. Nur diese Ogre, die ich hier jetzt gekriegt habe, die kosten alle nicht mal irgendwo Essen. Und der Muktol, ihr Anführer, der hat sogar noch ein paar tolle Fähigkeiten. Er hat zum Beispiel eine Befehlsaura, einen Mana-Brand, sogar Stufe 2 und eine Schockwelle, Stufe 1 allerdings. Man kann hier noch viel mehr Einheiten kriegen. So, ich kann hier glaube ich noch eine ganze Diebesbande übernehmen, wenn ich mich recht erinnere. Was können wir hier jetzt alles anmachen? Oh. Ach, die Ogerkriegsmagier. Die kosten mich hier jetzt allerdings Essen, wenn ich die jetzt anhören will. So, die Oger, die ziehe ich alle mal in mein Lager zurück. Genauso wie den Gnoll. Dafür schnappe ich mir allerdings noch ein paar Banshees. Also davon werde ich noch mal ein paar brauchen. Und wenn ich die Diebesbande dann auch noch unter meiner Kontrolle habe, dann kann der gute Varimatras überhaupt keine Chance mehr. Ach, Moment, da ist doch der Anführer der Murlocs. Ja, genau, das ist er. Das Tolle an dem ist, der kann Todesmantel. Ist der eigentlich untot? Nee. Da haben wir jetzt einen schönen Brunnen der Gesundheit. Und einen Murloc, der Todesmantel einschnüren und Blizzard kann. Vor allem der Todesmantel ist hier sehr praktisch. Es ist an der Zeit, Rechnungen zu begleichen. Es ist soweit. Klauen des Angriffs nehmen wir natürlich mit. Natürlich. Es ist soweit. Es ist an der Zeit, Rechnungen zu begleichen. Oh, Moment, hier geht's ja schon zum Lager vom Varimatras. Hier muss ich noch hin. Hier ist das Banditenlager. Da müsste ich ja unten rum. Ganz vergessen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der soll es nur mal versuchen, hier einzufallen. Ich habe eine ganze Ogre-Armee. Was hast du? Wird euch teuer zu stehen kommen. So, ich glaube, den Murloc lasse ich auch mal hier. Ich bin ganz gut. Und zwei weitere Banshees nehme ich mit. Ich habe keine Zeit für Spielchen.
Diese Banditen werden mir gute Dienste leisten. Suchen wir ihren Ringführer und stehlen wir seinen Verstand. Zeigt mir ein Ziel. Oh, ich habe hier ein Ogre versehentlich dabei. Und eine Monstrosität auch. Ich bin ganz Ohr. Es ist soweit. Und den werde ich noch ein bisschen vorbeikämpfen müssen hier. So, dann versuchen wir nochmal hier durchzurauschen. Schon zu spät. Lady Sylvanas herrscht hier. Wir kämpfen für sie, Brüder. Meine eigene Auftragsmörderbande. Faszinierend. Ja, sehr faszinierend. Wir haben jetzt wirklich eine komplette Auftragsmörderbande. Ich bin ganz Ohr. Verstärkt den Angriff. Niemand darf überleben. Ja, jetzt lege ich die hier mal beiseite. Zeig keine Gnade. Natürlich. So, das ist Blackthorn. Goldmine ist eingestürzt. Gib den Befehl. Wozu brauche ich noch Gold? Ich habe eine riesige Auftragsmörderbande, ich habe ein ganzes Ogerlager unter meiner Kontrolle. Aber wenn ihr unbedingt Gold abbauen wollt, dann bitte. Meister. Gib den Befehl. Was muss ich tun? Wenn es euch gefällt, ich bin ganz gut. So, oh, da haben wir ja noch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Eine kleine Armee von denen. Was kann der alles? Ah, der hat einen Sturmschlag. Sehr schön. Und einen Mana-Brunnen haben wir hier. So, dann hole ich mal meine ganzen Oger und was ich sonst noch alles so eingenommen habe. Du mach schon. Was glotzt denn so? So, da war die Matras, der kann was erleben, wenn ich jetzt gleich in sein Lager reinmarschiere mit der Armee hier. Reinigen, Kettenblitz und Blitzschild. Oh, wenn man hier vom Teufel spricht. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ja. Der könnte jetzt, glaube ich, sterben hier, aber wäre nicht so wichtig. Es ist soweit. Ach komm, greifen wir gleich das Lager an. Ich bin hier. Es ist an der Zeit, Rechnung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Unser toller Murloc, Pfützenlord. Wo ist die Sylvanas?
Wo ich soll mein Blut vergossen werden? Ich bin hier. Du steigst hoffentlich noch Stufe 6 auf. Das wäre mir nämlich sehr lieb. So. Sylvanas Ultimate. Ja, sie ist eine Banshee. In Form eines Helden. Daher kann sie Bezauberung. Für 150 Mana kann ich eine feindliche Einheit übernehmen, ohne irgendwas opfern zu müssen dabei. Weil normale Banshees muss ich ja opfern dabei. Ich habe jetzt nur keine ordentlichen Einheiten, um das zu demonstrieren. Aber ich kann es mal so demonstrieren. Einfach mal zu Demonstrationszwecken. Ich könnte jetzt hier ein Lager aufbauen mit dem. Das kann ich übrigens auch mit feindlichen Arbeitern machen, von denen von anderen Fraktionen ist, dann könnte ich zum Beispiel mal noch ein Menschenlager oder sowas aufbauen. So eine Riesenarmee zu haben, ist schon was Tolles. Soll ich jemanden aufmischen? Dann haut er auch mal damit drauf. Bin zwar nicht sicher, ob man die Goldmine braucht. Nee. Nur alle Ausbildungsgebäude. Sehr schön. Ein letztes Wort, Dämon. Sylvanas, verschont mich. Ich flehe euch an. Ich kann nützlich sein. Ich schwöre es. Typisch Dämon. Ihr würdet eure Brüder verkaufen, um eure Haut zu retten. Ich bin ganz froh. Ich kenne die Pläne meiner Brüder. Ich weiß, wo ihre Streitkräfte lagern. Lasst mich euch dienen, dann helfe ich euch, sie zu besiegen. Nun gut, Varimatras. Ihr dürft mir eure Loyalität beweisen. Doch seid gewarnt. Ich nehme euch an die kurze Leine. Ja, mit unserer überwältigenden Streitmacht, zusammengeklaut aus Banditen und Oberlagern und teilweise auch Murlocs und Gnollen, und noch ein paar Untoten, haben wir ihn dann doch schön überrannt. Und wie es aussieht, hat er sich uns jetzt angeschlossen. Ach ja, ich wollte ja eine Aufnahmepause machen. Ich nehme hier sowieso schon wieder ein bisschen zu lange auf. Ja. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's genau an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.